Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy ist zurück mit der 16. Folge von F1 2013 Classics. Es neigt sich also so langsam aber sicher dem Ende zu. Insgesamt haben wir ja nur 23 Strecken. 14 haben wir bereits hinter uns, heute kommt die 15. dran und bleibt also nicht mehr so sonderlich viel übrig. Was ich eigentlich schade finde, denn es macht eigentlich immer wieder Spaß, diese alten Schätzchen zu bewegen. Nur mir geht halt das Material aus. Ich will euch natürlich auch nicht langweilen, deswegen versuche ich immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und die sieht heute so aus, dass wir, nachdem wir letztes Mal in einem modernen Ferrari saßen, heute in einen relativ modernen Williams steigen. Und zwar den Williams FW18B aus der Saison 96. Das Ganze mit dem Mann, der auf diesem Fahrzeug Weltmeister wurde, und zwar Damon Hill. Wie üblich bleibt es bei 50% Rennlänge. Schwierigkeitsgrad ist, wie gehabt, Profi. Mehr war nicht drin. Also Experte wollte ich zwar gerne, aber leider reichen meine Skills dafür nicht aus, heute auf der Strecke im Sepang International Circuit gibt es noch so ein paar Stellen, wo ich meine Probleme mit habe. Deswegen, ist es halt irgendwie problematisch. Müssen wir halt mit dem Schwierigkeitsgrad Profi leben, uns damit abfinden. Das sollte aber auch nicht ganz so schlimm sein. Heute bei mir der 30.03., also der Tag, an dem die Formel 1 in Malaysia vor den Toren von Kuala Lumpur, oder eher gesagt 45 Kilometer südlich davon, auf eben dem Sepang International Circuit zu Gast war und dort den zweiten WM-Lauf der 2014er Saison bestritten hat. Ich werde versuchen, im Verlauf des Rennens noch ein paar Worte dazu zu verlieren. Jetzt geht es erstmal hier zum Auto und zur Strecke und natürlich auch zu einem kleinen Schnellsetup. Ihr wisst ja, ich fahre gerne mit sehr viel Abtrieb, auch wenn es momentan wolkenloser Himmel ist, was ja für Malaysia eher ungewöhnlich ist. Aber ihr werdet lachen, genauso war es in der Formel 1. Also jetzt dieses Rennen heute. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut, was ich gerade mache. Lassen wir es mal so. Ja, also das Getriebe ist definitiv zu lange übersetzt gewesen mit dem Auto, deswegen stellen wir auch noch mal ein bisschen rum. Und also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Genau, macht das mal. Und währenddessen erzähle ich ganz kurz was zu dem Vehikel. Saison 96. Mit den Fahrern Damon Hill und Jacques Villeneuve, genauso wie sie im Spiel auch angegeben waren. Damon Hill hat sich nach dieser Saison dann verabschiedet zu Arrows, allerdings als amtierender Weltmeister. 12 von 16 Rennen konnte man gewinnen mit dem Auto. Der Großteil der Siege ging auf das Konto von Damon Hill. Zweiter in der WM wurde der Teamkollege Jacques Villeneuve. Somit wurde natürlich Williams auch Konstrukteursmeister mit deutlichem Vorsprung. 595 Kilo wiegt das Auto. Zuverlässig war es. 3 Liter V10 Renault Motor drunter. Eine PS-Zahl habe ich jetzt irgendwie nicht auf die Schnelle nicht finden können. Was ich ein bisschen schade finde, würde mich nämlich schon mal interessieren, was man 96 denn für Leistungsdaten hatte. Naja, es ist auf jeden Fall genug. Das Auto geht gut vorwärts, lässt sich auch gut fahren. Und ich denke, damit werden wir gleich unseren Spaß haben. Zumindest versuchen wir es. Das Auto übrigens konstruiert von Adrian Newey und verantwortlich war Patrick Head. Also zwei nicht ganz unbekannte Namen. Dementsprechend auch schon fast ein Sieggarant. Die glorreiche Zeit von Williams, naja, was heißt die glorreiche Zeit? Also man ist ja ein relativ bekanntes, relativ etabliertes Team mit vielen Weltmeistertiteln. Und so langsam aber sicher kommt man auch wieder in diese Richtung.
Jetzt in der aktuellen Saison, meine ich. Wir sind hier eben auf der Strecke zu Gast, die auch heute die Formel 1 beherbergt hat, also die echte Formel 1. Mit einem, naja, erwartungsgemäßen Ausgang, wenn ich das mal so nennen darf. Die Strecke 5543 Meter lang, 1999 im März eröffnet. Das erste Projekt, oder das erste Formel 1 Projekt von Hermann Thielke, der ja mittlerweile eigentlich für alle modernen Rennstrecken verantwortlich zeichnet. Ja, eigentlich eine der ersten oder die erste moderne Rennstrecke, die wirklich nach dem neuen Schema F gebaut oder konstruiert wurde. Schema F insofern, dass eben moderne Rennstrecken relativ viele Gemeinsamkeiten haben. Es gibt so gewisse Schlüsselstellen, die eigentlich jede Strecke in sich irgendwo vereint. Und das war eben die erste dieser Art. Natürlich auch mit großzügigen Auslaufzonen, auch großzügig asphaltierten Auslaufzonen. Viel Platz für Zuschauer, moderne Anlagen, breite Strecke, eben das moderne Formel 1 Layout. Wie vorhin schon erwähnt, 45 Kilometer südlich von Kuala Lumpur, der Sepang International Circuit, der große Preis von Malaysia, 1999 bis heute ausgetragen. Wie lange das so weitergeht, keine Ahnung. Wird sich zeigen, ist eigentlich ein ganz gut besuchtes Rennen, so hat man zumindest den Eindruck. Und auch immer wieder ein unterhaltsames Rennen und wohl auch eines der schwierigsten, weil enorme Temperaturen, relativ oft relativ viel Regen und wenn es da mal regnet, dann wirklich heftig. So gesehen gestern im Qualifying, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und wäre schade, wenn wir dieses Rennen verlieren würden. Auch Austragungsort eines MotoGP-Rennens, also die Motorrad-Weltmeisterschaft ist ja auch unterwegs. Ich glaube allerdings relativ spät im Kalender. Mir schwirrte sowas wie September oder Oktober im Kopf herum. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich das Datum ist oder der Zeitraum. Auf jeden Fall hier eben auch Motorradrennen gefahren. Eine moderne Strecke mit modernen Veranstaltungen. Warum auch nicht? So, und somit geht es dann jetzt in die Startaufstellung zu unserem 15. Rennen mit dem Williams FW18B gegen andere Fahrzeuge aus den 90ern. Den Start glorreich verschlafen. Vor uns der Teamkollege. Kommen Sie uns vorsichtig rein in die erste Kurve. Hier wird es nämlich gerne etwas eng. Ich habe hier verschiedene Variationen ausprobiert vorhin. Ich wollte eigentlich ursprünglich mit dem Williams FW07B fahren. Dem Wagen aus den 80ern, der uns nicht so viel Glück bisher beschert hat. Das war der, mit dem wir glorreich versagt haben in Jerez. Und dem wollte ich immer noch eine zweite Chance geben, nachdem es in Kanada nicht geklappt hat. Dachte ich vielleicht hier, aber auch hier nicht. Das Auto ist einfach schwer zu fahren. Die Hinterreifen werden nicht warm, dafür bauen sie schnell ab. Und insgesamt ist das Auto auch zu langsam, was man auch daran sieht, dass der Teamkollege schon bereits 20 Sekunden Rückstand auf den Rest des Feldes hat. Naja. Nächster Versuch war dann ein Lotus 100T. Und das am liebsten im Regen. Regen ging zwar, aber es ist, naja, schwierig. Ich konnte auf der Schwierigkeitsstufe Profi mithalten, also die Rundenzeiten mitfahren, aber wenn man dann einen Fehler macht, dann ist man gleich weg vom Fenster. Genau, sowas ist mir immer wieder passiert an dieser Stelle. Naja, sehr ärgerlich. Und jetzt kriege ich gleich eine Strafe, weil irgendwer mich reinrauscht. Nein? Sehr schön. Dann ist ja alles noch in Ordnung, noch nichts verloren. Ja, ich wollte euch eigentlich ein Regenrennen heute zeigen. Unter anderem hatte ich auch hier den... Sorry, Jody, sorry. Auch hier den 18B getestet im Regen. Ging eigentlich auch ganz gut, aber wie gesagt, wenn man einen Fehler macht, dann ist man wirklich weg vom Fenster. Das holt man nicht wieder auf. Oder ich zumindest nicht. Es sah aber gut aus, also schöne Regeneffekte und vielleicht kriegen wir doch demnächst noch ein Regenrennen zu sehen, wenn ich die passende Strecke dafür finde. Eine, auf der ich
grundsätzlich auch mit Expertenschwierigkeit fahren könnte, dann schrauben wir wohl runter auf Profi und nehmen dann eben Regeneffekte dazu. Weil es ist wirklich schön anzuschauen in diesem Spiel und deswegen muss es dann irgendwann mal sein. Auch wenn ich kein großer Regenfahrer bin, aber da die Fahrphysik hier ja jetzt nicht so sonderlich fordernd ist, probieren wir es einfach mal aus. Das ist eine echt blöde Kurve, weil die so lange zuzieht. Also es ist eine relativ schnelle, relativ weite Rechtskurve, die sich dann irgendwann plötzlich in eine 90-Grad-Kurve zusammenzieht. Und die muss man richtig erwischen, richtig den Bremspunkt mitkriegen. Sonst hat man verloren für die nachfolgende Gerade. Und irgendwie kriege ich das halt noch nicht richtig hin. Rundenrekord liegt übrigens bei 1,34. Da sind wir aber weit von entfernt. Sorry, Jacques, ich wollte dich nicht erschrecken. Aber du hast ja sehr fair Platz gemacht, was ich sehr löblich finde. Ich gebe zu, ich habe mich einen kleinen... die Kurve war hier noch gar nicht. Auch wieder so eine Stille. Meine Güte. Die fährt man noch relativ blind an, was ich sehr unschön finde. Und wenn man zu spät umsetzt, liegt man links im Kiesbett. Wenn man zu früh umsetzt, dann macht man genau das, was ich gerade gemacht habe. Und zwar, man kürzt extrem ab. Weil wir haben uns jetzt keinen Vorteil dadurch verschafft. Es ist halt nur eine blöde Stelle. Es ist eine Strecke, die zwar grundsätzlich vom Layout her sehr schön ist, auch sehr flüssig und rund zu fahren ist, wenn man denn das Streckenlayout einmal wirklich verinnerlicht hat und nicht nur so in etwa, da könnte eine Kurve kommen, sondern wirklich exakt weiß, nach so und so vielen Metern rollen lassen, in die Eisen gehen, dann rechts rum oder nach so und so vielen Metern umlegen, weil es sonst nicht mehr passt. Also das fehlt mir noch ein bisschen. Normalerweise präge ich mir Strecken relativ schnell ein. Nur brauche ich da hin und wieder auch einen optischen Anhaltspunkt und irgendwie fehlt es mir hier an zwei, drei Stellen einfach. Da verbremse ich mich leider viel zu oft oder vertue ich mich einfach zu oft. Übung macht den Meister bekanntlich, aber das Üben dauert halt auch immer so seine Zeit und da wir hier 28 Runden zu fahren haben, haben wir noch genug Chance zu üben und vielleicht wird ja gegen Ende des Rennens dann noch eine gute Runde raus. So, Jacques, wir versuchen es nochmal. Diesmal hoffentlich etwas sauberer. Auch wieder so eine fiese Kurve, die sich einfach zuzieht. Wie kann man sowas konstruieren? Ja, Herr Thielke. Also wirklich eine schöne Strecke, auch vom Layout her super, nur nicht ganz einfach, wenn man sie sich nicht eingeprägt hat. Wenn man sie nicht verinnerlicht hat, das ist ja das eigentliche Thema. Jacques, was ist los? Turbo gedrückt oder wie? Oder macht das mein Regen-Setup?
Ja, fahrt ihr mal, ihr beiden. Sehr reifenmordend die Strecke. Das ist mir auch schon aufgefallen, egal ob Regen oder Trockenreifen, die Reifen bauen hier relativ schnell ab. Es sind so zwei Kurven. Ja, doch. Es sind so zwei Kurven, die ich wirklich überhaupt nicht abkann. Und zwar immer diese beiden Rechtskurven, die sich so plötzlich zuziehen. Sorry, David. Nun, zurück zur Realität. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Ja. Gestern Qualifying lief ungefähr so wie erwartet. Hamilton erwartet dich am Ende dieser Runde. Hat sich die diese Runde. Pole Position geschnappt. Gefolgt von Vettel, was so eine kleine Überraschung war. Relativ nah dran, aber das Qualifying auch sehr unter Wasser, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Also es wurde eigentlich nur mit Regenreifen gefahren, alles andere war langsamer. Es wurde zudem auch ungefähr eine Stunde verschoben, weil eben zu viel Wasser auf der Strecke stand. Und die Zeiten daher vielleicht nicht ganz so aussagekräftig. Mercedes 1 und 3, also Nico Rosberg ist auf den dritten Startplatz gekommen, Vettel auf den zweiten. Wern hat sich auf den 10. Platz, glaube ich, sogar der 9. geschoben. Müsste ich nachher nochmal in die Notizen gucken. Beide McLaren in den Top 10. Beide Ferrari in den Top 10. Und Nico Hülkenberg auf Startplatz 7. War also schon etwa das, was man so erwarten konnte. Jetzt kriege ich bestimmt wieder Strafe, nicht? Lotus unter ferner liefen. Mal wieder. Also die haben noch ihre Problemchen momentan. Die Schlusslichter wie gewohnt in etwa Marussia und Caterham. Die haben sich nicht viel genommen. Irgendwo zwischendrin halt der ganze Rest. Sauber, der zweite Force India. Die beiden Williams. Auch die eigentlich erstaunlich schlecht, muss man sagen. Nachdem sie ja so eine gute, gute Leistung in Australien geliefert haben, in Melbourne, sind die beiden, ich glaube, auf 17 und 12 ins Rennen gegangen. Also wahrlich nicht die beste Ausgangslage. Da ist also auch noch Potenzial nach oben. Ja, das Rennen war stellenweise sehr unterhaltsam. Also es gab einige Überholmanöver, allerdings nicht an der Spitze. Vorne ging es relativ gemächlich zu. Rosberg hat sich den zweiten Platz gesichert in der ersten Runde und danach waren die ersten drei eigentlich fest zementiert. Da ist nicht viel passiert. Also dass mal durch einen, noch nicht mal durch einen Boxenstopp irgendwas passiert ist. Ja. Also die ersten drei wirklich relativ langweilig. Hamilton hat am Ende mit 17 Sekunden Vorsprung gewonnen. Dein Hintermann hat neue Reifen.
Rosberg lag dann noch 7 Sekunden vor Vettel. War also so für Mercedes ein ganz guter Tag. Ich denke mal, für Red Bull mit Vettel auf 3 war auch in Ordnung. Aber es waren halt schon eklatante Abstände. Also wieder 17 Sekunden. Ich denke mal, Hamilton fuhr dann auch mit gebremstem Schaum. Meine Güte. Ich kämpfe hier mit der Strecke. Nee. Aber weiter hinten hat sich dann einiges getan. So die... schön für Irvine. Werden wir auch machen. Wir werden zweimal noch hart fahren. Für die beiden Williams gab es ein bisschen Action gegen die McLaren. Für Raikkonen gab es relativ viel Action. Auch Hülkenberg hat sich mal wieder mit Alonso angelegt. Also da auf diesen Verfolgerrängen, da gab es schon ordentliche Manöver, mal hin, mal her. War schon nett mit anzusehen. Was aber noch viel interessanter war, dass Marussia und Caterham mal in den Genuss kamen, einen Raikkonen hinter sich zu halten. Ja, für Raikkonen lief das Rennen wahrlich nicht perfekt. Irgendwann ist er mit Magnussen aneinander geraten. Hat sich dabei dann das hintere rechte Rad aufgeschlitzt oder den Reifen aufgeschlitzt. Und muss ich jetzt eigentlich gleich hinter meinem Teamkollegen warten? Das wäre natürlich nicht gut. Ne, er fährt noch weiter, okay. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Naja, dann kann ich auch gerade mal die Zeit nutzen, nochmal kurz auf die Qualifying-Liste schauen. Hamilton auf 1, Vettel auf 2, Rosberg auf 3, Alonso auf 4. Ricciardo auf der 5, lief also im Qualifying für beide Red Bull ganz gut. Hülkenberg auf der 6, Magnussen 7, Wern 8, Button auf der 9. Quatsch. Irgendwen habe ich gerade übersprungen. Wern war 9. Button 10. So rum. Wird ein Schuh draus. Hülkenberg doch 7. Und irgendeinen Platz habe ich jetzt gerade übersprungen. Weiß nicht welchen. Das war also vom Toro Rosso. Eine ganz solide Leistung mit dem 9. Startplatz. Und okay, auch. Die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Die Vorderräder blockieren. Ja. Versuch die Bremsbalance nach hinten zu verlagern. So, und auch von Red Bull war es eine relativ klare Statusmeldung. Wir sind noch da, mit uns ist noch zu rechnen. Da war Raikkonen übrigens nicht in den Top 10, sondern er war auf der 12, glaube ich. Lief also schon im Qualifying nicht gut, im Rennen aber eben noch schlechter, dadurch, dass ihm der Reifen aufgeschlitzt wurde, eine Runde dann an die Box zurückhinken musste. Und danach hing er dann einige Runden hinter Marussia und Caterham fest, die aber wirklich, oder vor allem hinter dem Caterham, zusammen mit, ich glaube, Wern. Beide ordentlich aufgehalten von dem Caterham, aber der ist halt um Position gefahren. Also es ist auch ein Gefühl, das man als Caterham-Pilot nicht allzu oft erlebt, denke ich mal, dass so ein Ferrari hinter einem ist, und zwar wirklich hinter einem und nicht um ihn zu überrunden. Und man hatte so seine liebe Mühe, an dem Caterham vorbeizukommen irgendwie. War interessant mit anzusehen, dass eben so ein Hinterbänkler ein Ferrari immer ein bisschen in Schach halten kann, durch die passende Linienwahl, aber es war schon... doch interessant. Ja, und für Raikkonen natürlich einfach nur ärgerlich. Im Ziel Alonso dann 4. an Hülkenberg noch vorbeigegangen, welcher sich lange auf der 4 halten konnte. Auch ein paar Führungsmeter gesammelt hat. Hülkenberg 5.
Ricciardo, nicht Ricciardo, sondern Ricardo leider ausgefallen. Da gab es Probleme im Boxenstopp, dass man ein Rad nicht richtig dran gemacht hat, ihn dann innerhalb der Boxengasse nochmal zurückgerollt hat. Dafür dann eine Stop-and-Go-Penalty bekam wegen Unsafe Release und so weiter und so weiter. Dann hat er sich noch einen Frontflügel kaputt gefahren, Rad dabei angekratzt und irgendwann hat man es halt aufgegeben. 4 Runden vor Schluss hat man das Auto dann abgestellt. Und dann war es das für ihn in diesem Grand Prix. Einer ist überhaupt nicht angetreten. Sergio Perez in seinem Sauber. Ach Quatsch, nicht in seinem Sauber. Jetzt sehe ich den schon wieder. Ja. Leute. Gebt mir ruhig die Strafe, habe ich verstanden. Durchfahrtsstrafe wegen unsportlichen Verhalten. Ah, Checo fuhr aus India, genau. Bleib konzentriert und komm innerhalb der nächsten 3 Runden rein. Ja, also in seinem Force India nicht angetreten, weil er... Mantle liegt vor. Könntest du mal aufhören, mir immer reinzuquatschen, du komischer Kollege? Weil er Schaltungsprobleme hatte. So, jetzt können wir auch das zu Ende führen. Button wurde 6. Massa 7. Bottas 8. Danach kam dann, glaube ich, Raikön auf der 9. Insgesamt kamen nur 15 Leute ins Ziel. Einer, wie gesagt, nicht gestartet. Ricardo musste aufgeben. Noch ein paar andere Ausfälle. Beide sauber hat es innerhalb von 2 Runden erwischt. Haben beide ihr Auto abgestellt. Für die also auch ein rabenschwarzer Tag. Das interessant war, man hat sich bei Williams. Man hat sich bei Williams im Thema Stallorder versucht. Momentan beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Und zwar wollte, sollte, konnte, hätte, müssen Bottas an Massa vorbei. Massa war aber der Meinung, ihr könnt mich mal kreuzweise, was ich irgendwo nachvollziehen kann, schließlich hatte das bei Ferrari lang genug gehabt. Man wollte versuchen, den Button, der irgendwie eine Sekunde vor Massa lag, noch irgendwie einzuholen, aber per Stallorder war das irgendwie nicht das richtige Mittel. Letzten Endes wieder 2 Top-10-Platzierungen für die Williams. Also hier irgendwo, zumindest im Gegensatz zum letzten Jahr, noch ein klarer Aufwärtstrend zu sehen. Aber eigentlich möchte man gewinnen, das ist ganz klar. Und so sah es auch in den Wintertestfahrten aus, dass man ganz viel Potenzial nach oben hat. Oder nicht Potenzial nach oben hat, sondern dass man eben oben mitschwimmt. Nur hat sich, wie üblich, seit den Wintertestfahrten einiges geändert. Red Bull momentan zweitstärkste Kraft, so scheint es. Ferrari auf der 3 und McLaren, würde ich sagen, mit Williams auf Augenhöhe, was den reinen Speed angeht. Es kann also noch eine interessante Saison werden, wenn sich diese beiden Weltmeisterteams um die Krone, oder nicht um die Krone, sondern irgendwo ums Mittelfeld kloppen, also McLaren und Williams. Beziehungsweise wenn der vierfache Weltmeister sich mit dem Mercedes-Werksteam um die Krone haut und Ferrari wie die letzten 4 Saisons nur in die Röhre guckt. Ist natürlich nicht das, was man bei Ferrari sehen möchte, sondern man möchte dort Siege, Siege, Siege und noch mehr Siege sehen. Nur so, wie es gerade läuft, ist davon eben nicht allzu viel zu sehen und ist auch nicht unbedingt in greifbarer Nähe, denn der Abstand zu Mercedes ist derzeit einfach zu groß, aber die Saison ist noch lang, 17 Rennen. Da haben wir noch alle Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ralf Schumacher liegt 5 Sekunden hinter dir. Wer hinter mir liegt, ist mir wurscht. Wer vor mir liegt, ist viel interessanter. Ach Gott, diese Kurve. Das Rennen heute erstaunlicherweise trocken geblieben. Man hatte gemunkelt um 4 Uhr Ortszeit, also zu Rennstart, fängt es an zu regnen. Nächstes Update war um 5 Uhr, eine Stunde später also, fängt es an zu regnen. Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber.
Ein paar Tropfen gab es dann auch, ein paar Runden vor Schluss. Einige hatten dann gepokert und ihren letzten Boxenstopp rausgezögert, um für den Fall der Fälle doch noch auf Regenreifen wechseln zu können. Aber es kam anders als man erwartet hat. Es wurde eben ein komplett trockenes Rennen. Somit gab es dann auch keine Notwendigkeit, auf Regenreifen zu wechseln. Dafür gab es dann ein paar späte Stopps auf die harten Reifen. Zum Beispiel die Mercedes sind dann mit, glaube zwei oder dreimal, dreimal der weicheren Mischung unterwegs gewesen und mussten dann für die letzten fünf Runden sich nochmal ein paar harte abholen. Man hat eben hier gepokert, für den Fall, dass es regnet, haben wir dann die Option, hinten raus noch Regenreifen aufzuziehen. Ansonsten müssen wir halt den nötigen Stopp einlegen, um nochmal auf die härtere Mischung zu gehen. Ja, unser wird auch länger. Wir bleiben bis Runde 18 draußen, dann holen wir uns noch einmal harte Reifen und das sollte es dann auch gewesen sein. In der Zwischenzeit müssen wir gucken, dass wir irgendwie aufholen auf unseren Teamkollegen. Ah, schon wieder abgekürzt. Meine Güte, was ist denn los mit dieser Strecke? Oder mit mir? Die Strecke kann ja nichts dafür, dass ich sie mir nicht einprägen kann. Du musst diese Runde an die Box. Bei Ferrari hat man Luca di Montezemolo weitere 3 Jahre als Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Also wird er sich wohl doch nicht um seine eigene Eisenbahngesellschaft oder seinen Posten bei der italienischen Fluglinie kümmern, sondern doch weitere 3 Jahre eben im Dienste von Ferrari die Geschicke lenken. Und weitere 3 Jahre sich damit grämen, dass die rote Göttin es nicht schafft, einen Weltmeistertitel einzufahren. Das wird noch ein paar interessante Ansprachen geben. Aber so sind es halt die Italiener. Leidenschaftlich. Voller Feuer. Ach nee, das war der Spanier. Egal. Mittlerweile überlegt die Formel 1, wie man die Autos wieder lauter machen könnte. Weil es eben doch seitens Betreiber, seitens der Personen, die hier
Geld investieren, die hier Geld mit verdienen wollen, Bedenken gibt, dass die Fans aufgrund der leiseren Motoren, der leiseren Fahrzeuge die Lust am Sport verlieren und somit natürlich auch das Geld ausbleibt. Deswegen überlegt man eben, wie man sie wieder lauter kriegt, und sogar Jean Todt ist da kompromissbereit und würde sich Gesprächen öffnen, sollte das Ganze eben in die richtige Richtung führen. An dem Konzept der V6-Motoren mit Turbo wird allerdings nicht gerüttelt. Wie man es schaffen möchte, die Autos trotzdem lauter zu kriegen, weiß ich nicht. Dafür gibt es dann die hochbezahlten Fachleute in Kreisen des Formula One Management, in Kreisen der FIA, die sich damit auseinandersetzen dürfen, um das Ganze wieder dem Publikum schmackhafter zu machen. Wo wir schon bei Formula One Management sind, Bernie Ecclestone, unser lieber Brite, plant jetzt gegebenenfalls, so munkelt man, sich die Mehrheit der Formel 1 wieder anzueignen. Er möchte also die Anteile an Delta Topco, welche er die Formel 1 hält, oder die Übertragungsrechte, die Rechte an der Formel 1, sagen wir es mal so, möchte da 50% erlangen, um eben die absolute Herrschaft wieder zu haben, so dass man ihn nicht rauswerfen kann, für den Fall, dass er doch irgendwo verurteilt würde. Der Laden momentan 2 bis 3 Milliarden Euro oder Dollar wert, so genau weiß ich das gerade gar nicht, ist aber auch in der Größenordnung schon fast unerheblich, ob jetzt Euro oder Dollar. Bernie selbst hat ungefähr 15% zusammen mit dieser Familienstiftung Bambinos, oder wie die heißt, möchte von der Muttergesellschaft, der CVC, die Anteile, ich glaube 35% sind das, kaufen. Dafür braucht er ordentlich Geld, und man munkelt, dass er sich dann mit Ferrari, Red Bull zusammentut, gegebenenfalls noch McLaren und Mercedes, um so den Laden zu übernehmen. Und sollte Bernie da mal von uns gehen, was so in ungefähr 20, 30 Jahren der Fall sein wird, dann würden die Teams automatisch in die Lage versetzt, die Formel 1 nach ihren eigenen Spielregeln gestalten zu können. Was man ja schon öfter mal vorhatte, man hat ja vor einigen Jahren schon geplant, dass man sich eventuell seine eigene Formel schafft, nach den Wünschen der Hersteller und nicht nach irgendwelchen Wünschen, wo es nur um den schnöden Mammon irgendwelcher Veranstalter geht. Ich glaube, das war zu Zeiten, als eben diese V6-Diskussion aufkam, oder sogar noch ein bisschen vorher. Das wäre jetzt eben die Möglichkeit, im Zuge dieses, naja, Management-Buyout irgendwie wieder in die Kontrolle zu kommen und so die Formel 1 eben gestalten zu können, wie man es als Hersteller gerne hätte. Ja, wieder diese blöde Kurve. Ja, so munkelt man eben, und grundsätzlich finde ich sehr interessantes Thema. Kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen. Aber wir werden es einfach mal abwarten müssen. Ende April beginnt ja erstmal die Verhandlung gegen Ecclestone in Sachen Erpressung, Bestechung, wie auch immer. Beim Verkauf der Formel 1 Anteile. Bei der LBB, keine Ahnung, bei welcher Landesbank das war. Meine Güte, mein Hirn ist heute leer. Das ist echt unglaublich. Machen die Temperaturen fast so schwül warm wie in Malaysia hier. Schönstes Frühlingswetter, und ich hock drin und fahr meine Formel 1 Rennen hier und komm wieder nicht um die Kurve. Meine Güte. Lasst mich nie an der Steuer eines Formelboliden. Das kann nur nach hinten losgehen. Wo wir schon beim Thema Verhandlung, Prozess sind, Danny Ricciardo wurde ja in Australien disqualifiziert, weil das Auto ist gerade mit dem Heck leicht rumgekommen, deswegen konnte ich die Kurve nicht mehr richtig nehmen, weil er mehr als 100 Kilogramm
Meine Güte, die Reifen sind doch noch gar nicht so runter. Ich muss wieder sachter bremsen. Wir müssen wieder nach dem Motto fahren, langsamer fahren, um schneller zu sein. Damit fangen wir nächste Runde an, nachdem wir die Reifen gewechselt haben. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. So. Letzter Boxenstopp. Und dann greifen wir Position 1 wieder an. Ja, Danny Ricciardos Fall wird am 14. Genau, 14.04. verhandelt. Da wird sich dann zeigen, ob das, was Red Bull gemacht hat, ihren eigenen Daten zu vertrauen anstatt dem FIA-Sensor, ob das rechtens war oder eben nicht, ob es bei der Disqualifikation bleibt. Wobei das Thema ja eigentlich nicht ist, dass man mehr als diese 100 Kilo Sprit pro Stunde, die man verbrauchen darf, verbraucht hat, sondern dass man sich eben den FIA-Anweisungen widersetzt hat, welche darauf hingewiesen hat, Jungs, ihr verbraucht mehr als 100 Kilo Benzin pro Stunde oder euer maximaler Durchfluss liegt über diesen erlaubten 100 Kilo pro Stunde, schraubt das runter und man hat es eben nicht gemacht. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, weswegen man da disqualifiziert wurde, weil es eben die klare Anweisung der FIA gab, die auch im Reglement festgehalten ist und man da eben wieder verstoßen hat. Und das Ganze wird eben jetzt vor dem FIA-Gericht oder vor irgendeiner gerichtlichen Instanz geklärt am 14.04. Dann wird man schauen, wie das mit dem Benzinsensor weitergeht. Ich war doch gerade erst. Und wieder einmal kommt das Auto nicht rum. Eine blöde Kurve. Tja, an Irvine müssen wir trotzdem noch irgendwie vorbei. Hilft ja nicht viel, ne?
Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Wir sind bereit, komm jetzt an die Box. Werde ich garantiert nicht tun. Oh, wir haben ordentlich auf Irvine aufgeholt. Irvine ist gerade zum Boxenstopp. Achso, deswegen, weil er in der Box ist. Oh, okay. Dann ist ja alles gut. Dann haben wir das Rennen schon so gut wie gewonnen. Wir können uns nur noch selber ein Beinchen stellen. Chuck liegt 4 Sekunden hinter uns, 5 Sekunden knapp. Wieder zu spitz angefahren, die Kurve. Ach, halt doch mal die Schnauze. Ach, was ich noch loswerden wollte. Es gab heute das erste Mal diese 5-Sekunden-Strafe, die neue, die man vor einem Boxenstopp absitzen muss. Beziehungsweise, wenn man es nicht tut, kriegt man die Zeit hinten aufgeschlagen am Ende des Rennens. Und zwar hat es Kevin Magnussen und Jules Bianchi getroffen, welche beide jeweils vor dem Boxenstopp auch diese 5 Sekunden abgesessen haben. War jetzt eben das erste Mal, dass diese neue Strafe für kleinere, mittlere Vergehen wirklich eingesetzt wurde. Interessantes System.
Funktioniert aber auf Anhieb relativ gut. Ich versuchte mal auf den Geraden hier noch ein bisschen über den WM-Stand zu philosophieren, sofern ich das aus dem Augenwinkel halbwegs ablesen kann. Rosberg ist momentan vor Hamilton, 43 zu 25 Punkten. Dahinter dann Alonso, gefolgt von Button. Also auf Platz 4 ein McLaren-Fahrer, das ist schon ein ordentlicher Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn das Ergebnis natürlich in Australien besser war als in Malaysia mit immerhin 2 und 3 als Endposition und hier nur 7 und 8. Ne, nicht 7 und 8, 6 und 9 müsste es glaube ich gewesen sein. Aber man ist immerhin doch zumindest am Anfang des Jahres besser unterwegs als letzte Saison. Was jetzt zwar auch nicht sonderlich schwer ist, aber zumindest mal ein Lichtblick für das Traditionsteam McLaren, welche auch schon den ein oder anderen Weltmeister gestellt haben. Da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Dafür Lotus momentan eben ein absoluter Durchhänger. Letztes Jahr hat das Auftaktrennen gewonnen, dieses Jahr nach zwei Rennen noch 0 Punkten, noch 0 Punkte, aber das kann alles noch kommen. 17 Rennen, habe ich vorhin ja schon mal angedeutet, stehen noch aus. Da kann noch ganz viel passieren. Für alle Teams, also es kann auch sein, dass Mercedes dann plötzlich in drei Rennen nur noch im Mittelfeld rumdümpelt, dafür Lotus dann an der Spitze hängt oder Ferrari allen um die Ohren fährt, Red Bull plötzlich am Schluss des Feldes hängt. Kann alles sein. Wir werden es einfach mal abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Es macht auf jeden Fall erstmal einen interessanten, abwechslungsreichen Eindruck, auch wenn die Rennen an sich an Spannung vielleicht nicht unbedingt dazu gewonnen haben, aber das werden wir noch sehen, wenn die Technik sich mal halbwegs entwickelt hat, also wenn sie aus ihren Kinderkrankheiten raus ist, wie sehr man dann auf Angriff fahren kann, wie sehr die Teams dann wirklich fighten können und nicht mehr auf das... nicht mehr auf das Auto und die Reifen achten müssen, sondern wirklich Attacke fahren können. All das wird sich hoffentlich im Laufe des Jahres zeigen. Kevin Magnussen in der WM-Tabelle momentan Fünfter. Ganz klar durch seinen zweiten Platz in Melbourne hat er sich wichtige Punkte gesichert, auch wenn es in dem heutigen Rennen nicht ganz so glorreich lief, eben durch die 5-Sekunden-Strafe und die Rangelei mit den Williams. Hülkenberg auf der 6, Vettel auf der 7, Bottas auf der 8 und Massa punktgleich mit Kimi Räikkönen auf der 9 in der WM-Tabelle. Und dahinter tut sich dann nicht mehr so sonderlich viel. Bei den Teams gibt es derzeit nur 7 mit Punkten, auf der 1 natürlich Mercedes, auf der 2 McLaren, auf der 3 Ferrari. Das ist natürlich auch eine Position, die Ferrari so überhaupt nicht schmecken wird. Man möchte auf der 1 sein, das ist das große Ziel, das muss das Ziel eines Ferrari sein, aber momentan fehlt dafür einfach noch ein bisschen was. Auf der 4 dann Williams, auf der 5 kommt Force India. Auf der 6 Red Bull, auch das
natürlich nicht so sonderlich glorreich, aber nachdem das Auftaktrennen ohne Punkte beendet wurde, da Vettel ausgefallen ist und Ricciardo disqualifiziert wurde, man jetzt nur durch den dritten Platz heute ein paar Punkte gesammelt hat, ist es natürlich verständlich, dass man nur auf der 6 residiert und Toro Rosso bildet momentan das Schlusslicht auf Platz 7. Sauber, Lotus, Marussia und Caterham haben noch nicht einen Punkt. Da hat man sich natürlich bei Lotus und Sauber auch was anderes erhofft. Und natürlich auch bei Marussia, die ging ja davon aus, in Australien aus eigener Kraft, um die Punkte mitkämpfen zu können. Geklappt hat es nicht ganz, wie man sieht. Heute war man nah an den Top 10 dran, aber auch nur was die Platzierung angeht, weil eben nur 15 Fahrzeuge ins Ziel kamen. Und was die Zeiten angeht, war man wieder 40-50 Sekunden vom Rest des Feldes entfernt. Da ist also auch noch beliebig viel Luft nach oben. Ob die noch den Anschluss ans Mittelfeld finden, so wirklich dauerhaft, das ist eine Frage. Da wird sich wahrscheinlich so schnell keine Antwort drauf finden lassen, denn 40 Sekunden über die Renndistanz ist locker eine Sekunde pro Runde. Es ist zwar schon besser als letzte Saison, aber es ist halt doch noch sehr, 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 sehr viel Potenzial. Muss man irgendwo finden die Zeit und man hat sehr begrenzte Mittel, so dass das auch in dieser Zeit nicht so einfach ist. Zumal eben die anderen Teams mit mehr Mitteln mehr Zeit finden werden im Laufe der Saison durch Weiterentwicklung. Marussia eben zudem noch diesen, oder Marussia und Caterham diesen Rückstand aufholen müssen und zudem weiterentwickeln müssen. Ich denke, die Kluft zwischen den Teams wird weiter auseinandergehen im Laufe der Saison, sodass wir eigentlich das gewohnte Bild erhalten, dass man irgendwo mit Caterham und Marussia sich nur um die Plätze 19 bis 22 streitet und das restliche Feld enteilt und man eigentlich nur von Ausfällen profitieren kann. So, denke ich, wird es einfach im Laufe der Saison sich entwickeln. Ich sehe momentan leider, trotz der guten Ergebnisse in den Wintertests, keine wirkliche Möglichkeit, dass sich eines dieser beiden Hinterbänkler-Teams wirklich profilieren kann und wirklich mal irgendwo ins Mittelfeld vorsticht. Und somit geht wieder ein Sieg auf unser Konto. Das Rennen war nicht so wirklich sauber. Ich hatte wirklich mit zwei Ecken richtig Probleme. Ich denke, wenn ich noch ungefähr 200, 300 Runden fahren würde, dann käme ich langsam mal dahin, dass ich mit diesen Kurven, mit diesen Ecken klarkomme. Aber momentan keine Chance. Da müssen wir es nehmen, wie es kommt. Und naja, dementsprechend leider nur auf Profi und nicht auf Experte unterwegs. Wir haben das Rennen zwar gewonnen, aber zufrieden bin ich damit, ehrlich gesagt, nicht. Das nächste Rennen in der echten Formel 1 übrigens in Bahrain. Gleich nächstes Wochenende. Und bin mal gespannt, wie sich die Kräfteverhältnisse dann da darstellen werden. Aus unserer Sicht gibt es dann morgen übrigens die nächste Folge Race 07. Das zweite Rennen in Oschersleben mit der kleinen Formel BMW. Schaut es euch an. Schaut es euch einfach an. Sollte euch das Video hier und heute trotz der Fahrfehler ein wenig Spaß gemacht haben, immerhin ein schönes Auto, guter Klang und eigentlich auch eine schöne Strecke, wenn man sie denn kann, dann bitte den Daumen nach oben und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten Videos dann wieder dabei seid. Zum Beispiel in F1 2013 Classics. Das nächste Mal vielleicht in Bahrain. Könnte sein. Und ich versuche halt immer noch eine Strecke zu finden, wo man es mal im Regen ausprobieren kann oder wo ich den FW07B noch einmal auf die Strecke schicken und dann endlich mal mit einem ordentlichen Ergebnis in die Garage stellen kann. Wir haben noch ein paar Rennen, die auf uns zukommen, hier in F1 2013 Classics und irgendwo wird sich da hoffentlich noch für beides die Gelegenheit ergeben. Damit schließe ich für heute, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Swoddy.